Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir machen heute eine Tour, eine Kirmes-Tour, und wir fahren heute auf vier. Vorsicht bitte. Vorsicht, lassen wir die Leute vorbei. Vier Kirmesplätze. Und wir fangen jetzt an mit einer Nummer 1. Dieser da. Boah, ey, wenn jetzt einer guckt jetzt. Wir gehen jetzt darüber, gehen dann ein bisschen Karussell fahren, gehen dann zur nächsten Kirmes. Also fahren. Dann fahren wir zur nächsten und dann noch zum vierten. Also. Wir machen den ganzen Tag jetzt nur Kirmes auf vier Orten, auf vier Städten. Obendrauf. Und heute gibt es vier Breakdance und ich laber einen Müll, das glaubt ihr nicht. Aber wir gehen jetzt dahin, hoffen, dass da ein bisschen was los ist. Wir haben Sonntag, 14 Uhr, die Kirmes hat gerade aufgemacht. Alle von den vier Plätzen machen heute erst um 14 Uhr auf. Ich dachte, es wird ein bisschen früher, aber nee. Hoffen, dass ein paar Familien sich dahin verirren. Ich werde meine On- und Off-Rides machen, die könnt ihr dann natürlich auch auf diesem Kanal gucken. Dann geht das jetzt los, ne? Da drüben ist das Riesenrad von Gormanns. Und dann geht das hier richtig rund jetzt. Ich stehe jetzt vor der Frisbee von Rupert. Ja, die letzte verbliebene Frisbee, zumindest Reisende in Deutschland. Die andere SBF Visa Frisbee ist ja jetzt im Geiselwind gelandet. Das ist die letzte, die noch da ist. Die Hus Frisbee sind ja alle weg. Ja, ist jetzt auch schon vierte, fünfte Mal hier in Iserlohn. Auch langsam nichts mehr Besonderes hier, aber ja. Ist ja kein schlechtes Geschäft, ist ja ziemlich hübsch, macht Spaß, aber es ist halt langsam, doppelt es sich hier gerade in Iserlohn immer wieder, und die Beschickung lässt auch Jahr für Jahr immer mehr nach. Es ist wirklich jetzt das Highlight hier. Ich zeige euch gleich noch, was noch hier steht. Wir haben eine Neuheit, glaube ich, aber sonst nur Kleinigkeiten. Es ist so warm! Ha, ich würde daran denken, dass es letzte Woche noch nicht geschneit hat. Ja, ich habe noch ein Video hier vom Breakdance Nummer 2 von Mona. Der ist ja quasi Stamm hier. Der wechselt immer mit dem Kleinen so ein bisschen. Je nachdem, wo der steht. Und ja, machen wir noch ein Video. Dann sind wir fast noch einmal rüber. Hier drüben ist noch ein Scheibenwischer, Love Express und Double Jump. Mehr hat diese Kirmes hier leider dieses Jahr nicht zu bieten. Ja, oft habe ich mich auf dem Platz nicht gemeldet. Habe jetzt gerade noch ein paar Offride-Videos gemacht. Double Jump nochmal. Da waren auch nur zwei Leute drin, weil, keine Ahnung, habe dann auch in seinem Vlog gerade gesagt, die fahren hier halt einfach nichts. Der Platz wird jetzt voll. Ist halt Sonntag. Ist ja normal, dass dann die Leute auch mal, was können wir machen, bla bla bla, gehen auf Kirmes. Machen sie auch, aber Karussellfahrt ist irgendwie nicht so. Der Love Express lief ganz gut. So die Standardsachen, ne? Aber so. Ja, Frisbee war auch nicht. Frisbee ist halt das Highlight, da rennen dann die Jugendlichen alle hin. Ja, Double Jump blieb so ein bisschen leer irgendwie, aber ich finde den von der Fahrt jetzt auch nicht so spektakulär. Ich finde den zwar, der sieht eigentlich voll gut aus, aber ich weiß nicht, der hüpft halt auch immer nur im Stehen, dreht sich dabei nicht. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder nicht will. Hier ist große Huperei. Da hinten ist die Halle von den Iserlohn Boosters. Wahrscheinlich so, wo man diese Stadt herkennen konnte. Ein Eishockey-Verein aus der vierten Liga. Boah, frag mich bei Eishockey nichts, keine Ahnung, erste Liga. Ja. Wir gehen jetzt zum Auto, werden dann uns Richtung Hagen begeben, auf die nächste Kirmes. Das ist da Station 2. Da wird es mit der Beschickung dann schon mal ein bisschen interessanter. Gerade für Ben dann auch wieder. Ja gut, Ben hatte hier auch schon ein paar Neuheiten jetzt. Double Jump noch nie, Frisbee wahrscheinlich auch noch nie gesehen hier.
Ja, da steht auch der Breakdance von Klinge, da werden wir auch noch rein. Da haben wir noch ein paar Chips aus Solingen über. Gucken wir mal, was uns da so erwartet. So, da sind wir in Hage angekommen. Hier steht mehr als ich dachte. Ich wusste das gar nicht mehr alles. Aber hier ist auch der Kesseltanz sogar. Gar nicht gesehen. Und hier ist deutlich mehr los. Also wir gucken jetzt mal. So, ich war gerade beim X-Faktor. Hab dann noch Offroad gemacht, die Fahrt war jetzt nicht so berauschend. Man weiß ja, dass der Boden einmal wieder hochfährt und dann starten die nochmal ein neues Programm. Jetzt haben die aber die ganze Zeit sich unterhalten, dass die, glaube ich, eine Minute nur rumstarten. Ich hatte in dem Video gewartet, dass die das zweite Programm startet einfach. Also wundert euch nicht, wenn das mal ein bisschen nur rumsteht. Das ist deswegen. Reko gab es gar keine. Vielleicht seht ihr es auch gar nicht, wenn das Video beschwert. Also ich weiß nicht, ich finde das Fahrgeschäft optisch schön, die Fahrt ist auch gut. Aber die machen halt irgendwie nichts draus, habe ich immer das Gefühl. Es ist immer so ein bisschen schade, dass da überhaupt null rekommandiert wird. Da haben wir hier Crazy Town, zweistöckiger Glasiergarten von, wie heißen die denn nochmal? Du hast die auch verkauft an irgendwen? Das war mal Rasch, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr. Kommt da vorne der Breakdance von Klinge. Kennst du den schon? Ja, kenn schon. Köln, ich glaub, ne? Ich bin den auch schon mal gefahren. Ja, also wir waren noch mit Felix in Köln. Ja, ich freue mich. Genau. Müssen wir nochmal fahren, weil ich freue mich auch. Ja, cool. Ja, ich habe ja noch ein paar Chips aus Solingen hier, wo wir da ein bisschen zugeschlagen haben mit dieser ultra geilen Happy Hour, die irgendwie den ganzen Tag war. Und fahren wir jetzt mal eben eine Runde. Und dann gehen wir da zu dem Highlight des Platzes. Aber das seht ihr gleich. Laut hier. Ja, es ist ganz gut was los auf dem Platz, würde ich sagen. Auf geht's wohl ein bisschen lauter jetzt hier. Wollt ihr noch eine Runde? Okay. Ready? Für mich auf dem Platz. Sehe auch, dass das zweite Mal überhaupt hat letztes Jahr seine Premiere gefeiert. Nichts Größeres, aber für mich deutlich überraschend gut. Und dann gehen wir hin. Ben hat es noch gar nicht gesehen. So, nee. Es gibt ja schon eine zweite Anlage davon. Das hier war der Prototyp. Ich denke, die meisten wissen jetzt, wovon die reden. Die Avengers stehen auch schon vor der Tür. Und wir sind am X-Force von Klinge. Ja, werde ich weiß nicht, Ben, eigentlich hat er reingepasst, aber es war eng. Ja. Ob wir es nochmal versuchen hier. Es hat ja in London gepasst, im Wipeout. Ob es hier jetzt klappt, wissen wir nicht. Ich finde das Ding mega. Es ist klein, aber es bietet mal was ganz Neues und von den Kräften her auf jeden Fall gar nicht mal so schön. Und wie ihr seht, ja, sind unsere Superhelden hier live in Hagen. So, alles haben wir drin, das Ganze jetzt mal in die andere Richtung. Das ist es von einem absoluten Wahnsinn, Wahnsinn, Baby! X-Force, also ich finde das Ding immer noch mega. Voll Power, das Teil. Airtime pur. Das ist, wenn ihr den Bügel so ein ganz kleines Stück aufstehen lassen. Das ist geil, das ist besser als alle. Für Ben haben sie das ganze Karussell auseinandergenommen, damit der mitfahren darf. Ich finde den cool. Für die Grundfläche könnte ich mir auch einen Garten stellen. Ich finde den cool. Aber ja, für den Rest finde ich cool. Ja, ja. Hier ein Live-Character, ne? Ich finde geil. Hier ist Hulk, der verprügelt irgendwie. Das sah so lustig aus. Beim Aufbau stand hier so ein LKW vor. Dann kam ein Kommentar, das Foto von ihr. Wen verprügelt er denn hinter dem LKW? Rein in die Maschine. Ja, weiter zum Rock Express, ab 1000 eine Nacht vorbei. Kesselkarten, noch ein paar Videos machen und dann geht's direkt weiter zum nächsten Kirmes, die dritte für heute. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so eine Art www.voodoo-maskenshop.de gibt oder so. Die hat jetzt ganz viele Voodoo-Masken hinten dran und gestern beim Beachjumper waren auch überall so Voodoo-Masken auf einmal rumgestanden. Ich glaube, es gibt bestimmt jetzt so eine neue Homepage. Voodoo-Masken-Shop.de.
Leute, schon mein 15. Vlog-Eintrag heute. Hallo, hinter mir ist ein Auto. Voll lol eigentlich. So, wir sind in Dortmund angekommen. Nächste Kirmes, 3. Und da ist die Kirmes. Also man kann hier direkt am Platz parken. 3 Euro ist auch relativ human. Wir werden jetzt mal gucken. Also für mich, glaube ich, die beste Beschickung. Auch wenn die Beschickung fast gleich ist mit der im letzten Jahr. Aber wir gucken jetzt mal. Onride, Offride machen wir. Wie auf den anderen Plätzen auch. Und hier, der Ben, der war ja auf keinen von den Plätzen, wo wir heute sind, war der schon mal. Ich war noch auf keinen von diesen Plätzen. Auf geht's. Gestern GeForce, heute Rodic Run und morgen Rocket. Da ist auch noch eine Runde frei. So, jetzt sitzen wir im Entertainer. Das ist der Magic hier in Dortmund. War die letzten 2 Jahre, glaube ich, auch schon hier. Wurde letztes Jahr neu gemacht, frisches Design. Mir gefällt das, also alle haben immer gesagt, oh, der wurde so verunstaltet und so. Mir gefällt das Design eigentlich echt gut, weil es modern ist und ich gewöhne mich oder finde es immer besser momentan. Ja, wir werden es erfahren. Von der Fahrt fand ich den in den letzten Jahren immer mit am besten von allen Magic. Bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt, wie es dieses Jahr ist. Steht aber dieses Jahr, also irgendwie total kacke, er verinnenhaltet, weiß ich, wieso der so da steht. Normal steht der immer da hinten, da, aber da ist jetzt ein Scheibenwischer gedönt. War mal knapp. So, ja, da ist jetzt ein Scheibenwischer gedönt und da ging der nicht so unter, da war der immer voll, stand direkt gegenüber vom Iskin-Scooter quasi. Das ist hier dieser Verkehrskindergarten, der sonst immer da stand, wo die Amazonasbahn stand. Aber alles ein bisschen verschoben dieses Jahr, also ich weiß nicht. Dann haben wir hier den Notdorf-Scooter, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war die letzten Jahre nicht da. Wir standen ja die letzten Jahre immer mal so Kesseltanz und sowas, Turbine. Aber ist mal ein anderer Anblick, dass man hier um den Magic quasi rumgeht, das hatten wir sonst auch nicht. Er stand hier mal auf einem Laufgeschäft oder so. Und ich hoffe, man versteht mich und haltet den Mikrofon nicht zu, weil ich die GoPro wieder so in der Hand halte. Jetzt gehen wir eben was essen. Die besten Hotdogs der Welt. Oh, jetzt geht er ab hier. Fasch und Pol. Fasch und Pol sind am Start. 5 Euro kosten die. Seid ihr vergünstigt. Schöne Grüße auch an Felix, der liebt die Dinger ja, ne? Ab geht's zu den Hotdogs. Wir haben jetzt lecker gegessen. Ich habe leider nur fotografiert, weil ich hatte jetzt auch eher so einen Standard-Hotdog. Deswegen, ja, muss man jetzt nicht fotografieren. Ben hat das nochmal ausführlich auf seinem Kanal erklärt, könnt ihr
hier, da ist Bens Kanal dann verlinkt oder das Video oder so. Da könnt ihr da mal hinscrollen oder was, oder könnt ihr das ganze Video angucken oder auch nicht, oder mir auch egal. Guckt euch nur den Hotdog an. Guckt euch den Hotdog an, das reicht schon, da seid ihr schon ganz wuschig. Ja, Ostertag GameStop, ich weiß nicht, wo sie danach stehen, aber dann kommt irgendwann auch Lüdenscheid, da gibt es dann für mich wieder jeden Tag Hotdogs. Ich habe immer so eine Standardvariante, weil ich es nicht mag, wenn da so ein Haufen alles drauf ist. Was haben die da drauf gemacht? Du hast jetzt diesen Cheese Dog. Ja. Wenn du den komplett nimmst, ist da erstmal eine Scheibe Käse unten im Brot. Dann kommt die Frikande, wichtig, ne? Nicht hier Bockwurst, ist ja ekelig. Dann so karamellisierte Zwiebeln. Genau, so Zwiebeln, die so ein bisschen angebraten sind, also so richtige Zwiebeln. Die werden da ordentlicher Haufen drauf. Ja. Dann kommt ein bisschen Dressing, aber so gelbes, ein Burger-Dressing, glaube ich. Ja. So ein Curry-Ketchup von Ding. Dann obendrauf noch Gurken, so, aber so richtig schöne Scheiben, auch nochmal einen Haufen drauf. Da musst du den erstmal schaffen zu essen. Und ja. Machst du nicht ohne. Genau. Ihr alle bei ihm vorbeischauen und dann seht ihr, wie das Ding aussieht. Das ist so ein Ding. Hier ist noch das Geisterhaus, oben mit ein bisschen Live-Air-Shrecker und so. Da geht's aber dann zu Fuß durch, ne? Ja, Leute, wegen Ben. Ja, hallo. Der letztes Jahr in Lüdenscheid nicht Coco Beach gefahren ist. Weil ich krank war. Weil er krank war. Müssen wir jetzt nochmal fahren, aber das Ding ist gekauft. 4 Euro, Leute. Gut, wir haben keine andere Achterbahn hier, ne? Da kann man auch mal übertreiben. Also gestern fürs Video haben wir 3,50 bezahlt in Hannover. Aber scheint ja zu funktionieren. Fahren die Bahn jetzt vorne. Ich habe gestern gesagt, das ist so eine richtige Front-Row-Bahn. Und das ist sie auch. Und deswegen geht es jetzt nach vorne. Wir machen doch so wie gestern. Okay, du innen, ich außen, ne? So, wir sitzen und wir fahren auch. Airtime! Jawohl! Kennen wir ja schon. Warte mal, Spaß. Gerade vorne. Ui. Was die so hui über die Bunny Hops hier, da fliegst du vorne. Ich sag ja, Front Row Bahn. Ja. So, hier. Flipper Power. Nehmen wir den Streller schneller, Leute. Hier ist Isken übrigens. Isken ist super. Da ist immer Stimmung. Also, was Moritz jetzt nicht so Stimmung nennt, also nicht meine Musik, aber es sind halt Leute da. So, wir sind jetzt gleich die Runde rum. Lol, lustig. Wir haben noch einen Platz vor uns, ne? Ach, genau. Es geht noch nach Bochum, denn da erwartet uns was, was man in NRW nicht ganz oft sieht. Gut, öfter als was anderes der gleichen Firma, aber ja, es ist ein Schausteller aus Bremen. Ihr wisst es sicherlich auch schon. Du hättest ein Problem. Ich muss aufnehmen von dem Flipper machen. Haben wir noch gar nicht. Dreh doch mal den Teller schneller hier. Ja, ja. Die Eisbude haben sie auch umgestellt. Da bin ich jetzt kackenreißend vorbeigegangen. Normal steht die immer hier. Aber jetzt steht hier Truckstop. Truckstop ist schön. Gut, ja. Schöne Grüße an Fabian. Der soll übrigens auch noch mal hier sein, obwohl der letzte Woche schon eine Reportage hochgeladen hat. Das verstehe ich nicht. Naja. Ich weiß gar nicht, dass die hier einen Kirmesplatz haben, hier so in dem Bereich. Und warum ist da nichts los? Ist doch schön hier. Ja, wir gehen jetzt dahin. Da steht nämlich der Breakdance von Dreher. Das habe ich euch ja vorhin noch nicht verraten. Jetzt verrate ich es euch. Also der Kleine, der Dreher Westbahnmann. Hier ist Starlight Express. Da steht auch so eine Eisenbahn. Und da habe ich schon mal geparkt. Genau da. Oh, 30 Jahre. 30 Jahre Starlight Express. Ich weiß nicht, ob man das alles so sehen kann, weil es soweit. Ja, warte, ich fahre extra langsam. Ja. Da. Sei mal live dabei. Toll. Ist schön da. Da war ich schon mal. Ich hab selber bezahlt. Und jetzt kommt VfL, ole ole, gleich. Jetzt kommt gleich VfL, auch hier. Und wir müssen aber dann gleich rechts. Ja, ist schön hier, oder? Mhm. Bochum war ich echt lange nicht mehr. Das ist echt so. Hier kommt nämlich auch gleich, da, ich glaube, da drüben ist Planetarium, Trium, ja. Oder wie es heißt. Wo muss ich denn lang? Geradeaus. Ach, hier im Kreisverkehr, die haben umgebaut. Da ist das Stadion. Kannst du ja immer so einen kleinen Typen so 50 Cent geben, der spielt für den ganzen Tag Herbert Grönemeyer Lieder. Ja, also, wir sind jetzt in Bochum. Das ist jetzt die letzte Autofahrt für heute. 4 laufende Kirmesplätze an einem Tag. Hier geht das, weil wir sind jetzt keine 50 Kilometer gefahren, haben die alle abgefahren. Der muss irgendwo hier sein, der Platz. Hier ist auf jeden Fall Parkplätze. Falls du nicht finden, hier sind Parkplätze. Bist du sicher, dass hier eine Kirmes ist? Ja, soll hier sein. Hier, Planetarium, weißt du? Planetarium. Da oben, da ist so ein bisschen Fahnenwimpel. Das könnte nach Kirmes riechen. Ich rieche schon die Zuckerwatte. Ja, hier sind diese Parkplätze in der Mitte.
Genau. Dann lass uns doch mal hier parken, wenn hier was frei wäre. Hier ist doch Kirmes, glaube ich, weil hier sind ganz viele Parkplätze, die belegt sind. Ah! Nee, hier ist Halteverbot. Wie wär's denn mit dem hier? Ja. Darf man das so? Weil da ist Kirmes. Da steht doch Bochum Osterkirmes. Mhm. Stimmt. Am da Planet ist auch Licht. Ich glaube, hier ist was. Ist das, ach, das ist direkt am Planet Tetar. Dann war ich ja doch schon mal hier. So, Leute, wir sind weg. Tschüss, bis gleich. So, hier das Comeback des Jahres. 2 Jahre nicht da gewesen. Musikexpress von Wendler lebt wieder. Ja, also was man so Leben nennt. The Walking Dead. Aber das ist halt, kann man ja nicht Wendler anschreiben. Jetzt, ich meine, bei dem Platz würde ich es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Guckt euch mal an. Das ist echt tot hier. Da hinten die erste Bude macht zu. Naja. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber dass hier so wenig los ist jetzt nicht unbedingt. Gut, hier steht der Aries von Voss, der stand ja jetzt noch in Recklinghausen bis letzte Woche. Also die kleine Version, damit ihr es versteht, die habe ich bisher auch irgendwie nur abends. Das Interessanteste ist halt wirklich der Breaker. Gehen wir jetzt mal hin, fahren eine Runde, vielleicht auch zwei. 2010, der this shit is mine! I don't wanna love it! Fucking day! Fuck what you heard! It's what you get. Fuck you! You ain't get it on your own! That's how the lyrics are! Now open up the door, I'm swearing! And now it's my motherfucker's name! It's still on the market! Hey! Now I am holding up all sides! I get all pumped champagne! Guck mal, das ist der Pascal. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße alle Zuschauer. Du hast heute die beste Breakerfahrt von allen gemacht. Wir hatten heute schon 3. Also 3 verschiedene Breaker. Wart ihr? In Iserlohn, Hagen, Dortmund und jetzt hier. Wir packen's. Attention, Attention. Wieder mit Arsenal an seine Wahnsinn, bitte schön, bis die Maschine steht hier.